Bei der Generalversammlung der Noveda hat der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kuck gegenüber den Mitgliedern die Dividendenkürzung gerechtfertigt. Kuck appellierte außerdem an die Apotheker, den Zukunftspakt aktiver zu unterstützen. Sehen Sie im Folgenden einige Ausschnitte aus seiner Rede. Die Bilanzsumme ist auch im letzten Geschäftsjahr gestiegen. Sie bewegte sich von 1,42 Milliarden Euro um gut 83 Millionen auf knapp über 1,5 Milliarden Euro. Das Eigenkapital der Noveda konnte um 20,2 Millionen auf 485 Millionen Euro gesteigert werden. Auch die Mitgliederzahl hat sich weiter erfreulich entwickelt. Zum Stichtag waren 9.327 Apothekerinnen und Apotheker Mitglied der Noveda. Meine Damen und Herren, Erfreuliches gibt es auch über die Umsätze zu berichten. Sie stiegen von 7,35 Milliarden Euro im vorletzten Geschäftsjahr um eine halbe Milliarde Euro auf 7,85 Milliarden. Das entspricht 6,8%. Der Umsatzanstieg hat sich damit im Vergleich zum Wachstum des Vorjahres beschleunigt. Der Jahresüberschuss liegt mit 37,9 Millionen Euro um 1,7 Millionen über dem des Vorjahres. Noveda hat das Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen und der Bilanzgewinn würde, wie gesagt, erneut eine Dividende in der gewohnten Höhe zulassen. Was hat uns trotzdem dazu bewogen, den Kurs neu zu justieren und damit auch den Stimmen aus dem Kreis der Mitglieder Rechnung zu tragen? Warum schlagen wir angesichts des guten Jahresergebnisses, also aus einer Position der Stärke heraus, diesen Weg vor? Zwei Überlegungen sind ausschlaggebend. Die erste Überlegung betrifft die sogenannte Ausschüttungsquote. Diese Quote bezeichnet denjenigen Teil des Gewinns, der an die Eigentümer eines Unternehmens ausgezahlt wird. Noveda zeichnet sich schon traditionell durch eine hohe Ausschüttungsquote aus. Bedingt durch steigende Mitgliederzahlen und die Ausgabe neuer Geschäftsanteile ist die Quote in den letzten Jahren aber noch einmal stark gestiegen. Zunächst einmal ist gegen eine hohe Ausschüttungsquote nichts einzuwenden, denn natürlich steht das in einer Genossenschaft gemeinsam erwirtschaftete den Mitgliedern zu. Steigt die Ausschüttungsquote jedoch zu stark, verhindert das auf Dauer notwendige Investitionen in den Geschäftsbetrieb und die angemessene Stärkung der Rücklagen. Das wiederum ist nicht im Interesse der Mitglieder, die sich selbstverständlich auf eine langfristig qualitativ hochwertige Unterstützung im Tagesgeschäft verlassen. Die Ausschüttungsquote der Noveda lag im letzten Jahr bei rund 72%. Zum Vergleich, die durchschnittliche Quote der deutschen DAX-Unternehmen liegt mittlerweile nur noch bei 41%. Natürlich muss sich eine Genossenschaft wie Noveda nicht an Aktiengesellschaften orientieren. Aber auch für eine Genossenschaft ist es unerlässlich, ein nachhaltiges und dauerhaft ausgeglichenes Verhältnis zwischen Ausschüttungen, Investitionen und Rücklagen sicherzustellen. Die zweite Überlegung gilt der Entwicklung des Risikorahmens, in dem sich die Noveda im Markt bewegt. Zwangsläufig stellt sich in der Pandemie die Frage, wie sich der Absatz von Arzneimitteln zukünftig entwickeln wird und wie sich Patienten und Kunden zukünftig verhalten werden. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 36% der Menschen mehr Online-Bestellungen aufgeben als vor der Krise. Wie wird es aussehen, wenn Corona vorbei ist? Werden die Menschen dann ihre Arzneimittel weiterhin vor allem in der Apotheke beziehen? Oder werden die Versender dauerhaft profitieren und weiter wachsen? Wo das am Ende landen kann, das sehen wir im Augenblick in den USA, wo Amazon die Tätigkeit als Apotheke aufgenommen hat. 80% Rabatt auf Rx. Eine weitere Unsicherheit besteht darin, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Auswirkungen die Insolvenz des Apothekenabrechners AVP auf unser Unternehmen hat. Im Schnitt schuldet AVP den betroffenen Apotheken 120.000 Euro. Man reibt sich die Augen und fragt sich, wie es eigentlich sein kann, dass Apotheken, die nichts anderes getan haben, als ihre Aufgabe zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass die GKV-Versicherten ihre Medikation erhalten, dafür jetzt mit Haus und Hof, mit ihrem gesamten Privatvermögen haften müssen. Die Zeit, bis endlich Gelder aus dem Insolvenzverfahren fließen, kann für betroffene Apotheken zur Existenzfrage werden. In diesem Fall wären Auswirkungen auf die Lieferanten und damit auch auf die Noveda wahrscheinlich. Um es aber ganz klar und unmissverständlich zu sagen, in keinem Fall besteht ein existenzielles Risiko für die Noveda. Wir müssen aber auch feststellen,
dass eine genaue Quantifizierung möglicher Ausfälle aufgrund der nach wie vor ungeklärten Situation nicht möglich ist. Alles in allem gilt es somit, bei der Festsetzung der Dividende zwei Ziele zu berücksichtigen. Erstens das Ziel, den Mitgliedern eine hohe Teilhabe am Ergebnis des letzten Geschäftsjahres zu ermöglichen. Und zweitens das Ziel, das erfolgreiche Unternehmen Noveda so zu stärken, dass Noveda diesen Erfolg trotz aller Unsicherheiten auch in Zukunft für ihre Mitglieder sicherstellen kann. Auch dieses Ziel liegt im Interesse aller Eigentümer der Noveda und insbesondere auch im Interesse derjenigen Mitglieder, die mit ihren Apotheken aktiv im Berufsleben stehen. Unser Vorschlag und unsere zukünftige Dividendenstrategie sehen daher vor, die Dividendensätze moderat abzusenken. Konkret bedeutet das, förderfähige Mitglieder erhalten auf die freiwilligen Anteile eine Bruttodividende in Höhe von 10% und auf die Grundanteile eine Bruttodividende in Höhe von 8,5%. Dies entspricht nach Abzug der Körperschaftssteuer einer Bardividende von 8,5% beziehungsweise 7,225 oder aufgerundet 7,23%. Mit diesen Dividendensätzen, meine Damen und Herren, da bewegt sich Noveda nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Zum Vergleich, der Schnitt der Bardividende der 30 DAX-Unternehmen lag in diesem Jahr unter 3%. Und über andere Kapitalanlagen, ich glaube, da müssen wir uns in einer Welt der Null- und Negativzinsen erst gar nicht mehr unterhalten. Mit dem Zukunftspakt Apotheke haben wir gemeinsam mit unseren Partnern Burda, Pharma Privat, Apostor und NetDoctor eine strategische Allianz geschaffen. Eine Allianz, die es den Apotheken ermöglichen soll, auf Augenhöhe mit den großen industriellen Versendern zu agieren. In den letzten Monaten hat das Projekt weitere große Fortschritte erzielen können. Mit der Firma CompuGroup, kurz CGM, hat sich ein neuer, starker Partner zu den Zielen des Zukunftspakts bekannt. CGM ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit. In Deutschland arbeitet CGM mit rund 50% der Ärzte zusammen. Gemeinsam wollen wir durch digitale Anwendungen Mehrwerte schaffen, die dazu beitragen, Patienten und Kunden für die Vor-Ort-Apotheken zu gewinnen, in die Apotheken zu lenken und an die Apotheken zu binden. Jüngster Partner ist das AEZ Hahn, das zweitgrößte deutsche Apothekenrechenzentrum. Das AEZ Hahn ist im Markt hervorragend vernetzt und erbringt Leistungen für rund 16.000 Kunden aus mehr als 30 Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Jede Apothekerin und jeder Apotheker muss sich bei aller verständlichen Konkurrenz untereinander darüber im Klaren sein, dass die Angriffe der Versender nur gemeinsam abgewehrt werden können. Der Zukunftspakt ist keine Alleinveranstaltung der Noveda und ihrer Partner. Ohne die Unterstützung und ohne die Mithilfe der Apotheken kann der Zukunftspakt nicht funktionieren. Apotheken müssen sich kümmern. Sie müssen gemeinsam mit uns Aufbauarbeit leisten. Die Entwicklung des Zukunftspakts ist auf mehrere Jahre angelegt. Wer nichts tut, aber sich beschwert, dass es in seiner Apotheke noch zu wenig Bestellungen gibt. Wer sich zurücklehnt und sagt, ich kann mich ja später immer noch beteiligen. Wer meint, dass andere die Kastanien aus dem Feuer holen, der hat noch nicht verstanden, dass wir alle in einem Boot sitzen. In einem Boot, wenn es darum geht, den Apothekenmarkt gegen die Begehrlichkeiten und gegen die Gier der industriellen Versender zu verteidigen. Von den insgesamt 9.327 Mitgliedern der Genossenschaft haben 190 an der digital durchgeführten Generalversammlung teilgenommen. Knapp 3/4 von ihnen stimmten zu, in diesem Jahr einen kleineren Teil des Bilanzgewinns für die Dividende zu nutzen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden erwartungsgemäß entlastet. Verabschiedet wurde Noveda-Vorstand Joachim Wörz, der zum Jahresende altersbedingt ausscheidet. Für ihn übernimmt Cornelia Rolf die Bereiche Finanzen und Personal.